Hallo, herzlich willkommen und Servus zu einem neuen Destiny 2 Video. Diesmal widme ich mich dem Weekly Reset und ich möchte es mal probieren, einfach live sozusagen einzusprechen, während ich die Sachen ablaufe und es am Ende dann zusammenzuschneiden auf das, was relevant ist. Diese Woche haben wir als Meilensteine das Übliche, der Flashpoint ist auf dem Titan. Ihr habt eure PvP-Matches, ihr habt eure Nightfall, da kommen wir gleich dazu. Und eine neue Quest, die Kate's Spicy Ramen Quest. Das ist die Quest, die Dataminer schon vor ein paar Wochen in der Datenbank gefunden haben. Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass es sich um eine Quest handelt, die sozusagen den Übergang von Jahr 1 in Jahr 2, sprich zu Forsaken, ebnet. Oder ermöglicht. Etwas ähnliches hatten wir in Destiny 1, da gab es auch zwischen zwei signifikanten DLCs eine Übergangsquest. Wir schauen uns das gleich mal genauer an, würde ich sagen. Erstmal ab zum Turm. Oh, na, da ist sie auch gleich aufgeploppt, hier drüben im Bazar. Na wunderbar, schauen wir doch gleich mal hin. Auch ist diese Woche die letzte Woche des Sonnenwenden der Heldenfestivals. Sprich, wenn ihr eure Rüstung noch fertig machen wollt, dann müsst ihr es in dieser Woche tun. Was ihr allerdings machen könnt, ist, dass ihr praktisch eure Rüstung nur auf legendär auflevelt, sprich die lilane Rüstung erhaltet und die Meisterwerksvarianten, die könnt ihr auch in der nächsten Season noch fertigstellen, falls ihr das möchtet. Die Frage ist, wie gut wird diese Rüstung sowieso überhaupt sein, weil sie hat ja keine Rüstungsperks und jegliche Rüstungen, die wir in Forsaken droppen, die haben zwei Perks, die in irgendeiner Form unseren Hüter verbessern. Letzten Endes, sobald wir eine Rüstung haben, die über Power Level 400 droppt, ist die automatisch besser als die jetzige Rüstung. Ich empfehle daher, wenn ihr eure Rüstung noch nicht auf Meisterwerk habt, dann macht einfach die Meisterwerke fertig. Da bekommt ihr pro Rüstungsteil 5 Meisterwerkskerne und diese könnt ihr aufheben und dann zum Leveln bzw. zu Meisterwerken anderer Rüstungen oder Waffen dann in Forsaken benutzen. Das macht, glaube ich, deutlich mehr Sinn als die alte Rüstung jetzt zu Meisterwerken. So, schauen wir doch mal rum, was es so gibt. Was hat denn das Eververse für uns? Eververse is at your service. Okay. Also ich bin sowieso durch mit dem Event-Loot. Hab bereits alles bekommen. Aber falls ihr das Fishing-Emote nicht habt und bis Montag nicht bekommt, wäre es hier im Shop und ihr könnt es euch kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Den Geist braucht kein Mensch. So, hier haben wir das Ornament von der Suros-Regime. Wer es nicht hat, kann es diese Woche noch kaufen. Wunderbar. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Nichts Weltbewegendes. So, schauen wir mal weiter. Dann schauen wir doch mal, was der gute Benedikt in der vorletzten Woche vor Forsaken für uns parat hat. Okay, Alone as a God. Amral vom Leviathan wäre noch da. Die Beine vom Weltenverschlinger. Und Spire of Stars. Hätten wir hier die Robe. Und die Handschuhe. Und für den Prestige-Leviathan gibt es diesmal den Helm. So, dann schauen wir doch mal, was diese Woche im Schmelztiegel in der Rotation ist. Okay, wir haben Doubles. Und diese Woche ist ein neuer Crucible Labs, also ein Beta-Schmelztiegel-Modus verfügbar. Dann schauen wir uns noch die Strikes an. Was haben wir denn hier im Nightfall? Okay, Sabatoons Song. Zwar ein langer Strike, den man nicht großartig abkürzen kann und nicht so dolle Speedrunnen kann, aber zumindest ist er nicht allzu schwer. Beim Leviathan diese Woche die Reihenfolge ist erst Hunde, dann Zirkus, dann Bäder und die Challenge ist bei Kalos. Wer allerdings die Raid Layers in Prestige machen möchte, um sich die 400er Waffen abzugreifen, der muss mit folgenden Modifiern leben können. Also einmal das Prisma und ihr braucht als Kinetikwaffe eine Scout, als Energiewaffe einen Impuls und als Powerwaffe ein lineares Fusionsgewehr. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Spicy Ramen Quest übrig. Schauen wir uns die doch mal an. Oh, Loot einsammeln. Also so wie es ausschaut, war es das bereits mit der Quest.
DMG von Bungie hat auf Twitter bereits bekannt gegeben, dass es keine weiteren Schritte zu der Quest gibt. Aber die ganze Community dachte, da kommt nochmal eine riesige Quest, da wird's nochmal richtig was geben. Tja, war wohl nix. That's it. Lass mir doch gerne einen Kommentar da. Was hältst du von dieser Quest? Ich persönlich bin jetzt nicht so traurig, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist. Ich meine, es wäre natürlich schön gewesen. Aber Forsaken steht vor der Tür, 2 Wochen nur noch und dann ist eh alles anders. Nächste Woche kommt das Sandbox-Update. Ich bin schon mega hyped. Ich freue mich total drauf. Und in Kürze werde ich auch ein Video dazu haben, in dem ich euch zeigen werde, welche Waffen ich mitnehme und von welchen Waffen ich ausgehe, dass sie mit der nächsten Sandbox richtig gut werden und von dieser enorm profitieren dürften. Das dürfte in den nächsten 1-2 Tagen erscheinen. Und wenn dir gefallen hat, was du hier gesehen hast, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.